Guten Morgen zusammen. Es ist Dienstag, der 13.08.24 und wir haben uns überlegt, wir wollten heute mal ein Schloss, das Schloss Petersberg bei Sielitz uns anschauen. Ja, hier haben wir dann den Weg zur Pillerhöhe genommen, damit wir dann schön über den Berg fahren konnten und nicht unten im Tal. Da es heute Nachmittag stark regnen sollte, haben wir uns überlegt, machen wir nur eine kurze Ausfahrt oder eine kürzere als sonst geplant. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Wir schauen uns das Schloss an, fahren über die Pillerhöhe, wie schon erwähnt. Und dann schauen wir mal weiter, ob wir noch Zeit haben, vor dem Regen irgendwas anderes zu machen. Die Pillerstraße war wieder so eine Straße ganz nach meinem Geschmack. Einfach klein gehalten, schmal, wenig los, schöne Kurven zum Fahren. Das macht Spaß. Kaum was auf der Gasse unterwegs. Eine richtig schöne Kurvenstrecke am Berghang. Auf der Höhe 1559 Meter angekommen, ging es nur links weg, um weiter der Pillerstraße zu folgen. Ja, und dann kamen wir auf ein für uns extra für uns natürlich frisch neu geteertes Stück, was schon leicht eingefahren war, so dass der Teer schon gut griffig ist. Die Straße hat echt Spaß gemacht zu fahren. Wir hatten eine richtig tolle Aussicht. Lohnt sich, merkt es euch, die Pillerhöhe. Ja, nachdem sich Schloss Petersberg dann als Privatbesitz entpuppt hat und man es nicht anfahren konnte, zumindest so stand es auf der Straße, haben wir uns dann überlegt, fahren wir eine andere Ecke und da kam dann die Heimingberger Bergstraße ins Spiel Richtung Kütheital, wo wir dann da hochgefahren sind, uns das mal anzuschauen. Hier ging es dann auch wieder auf einer schönen kleinen Straße Richtung dem Sattele auf 1690 Meter.
Gras war mal wieder schön klein, nichts los, teilweise allerdings mit Schlaglöchern besät, sodass auch aktuelle Wartungsarbeiten an der Tagesordnung waren. Trotz dieser kam man eigentlich ganz gut durch. Am Sattele angekommen, sollte es nun wieder bergab gehen Richtung Ochsengarten, wo wir dort wieder links weggefahren sind, um zum Kütei zu kommen. Ja, und dann hatten wir hier auch wieder eine einspurige Verkehrsführung, da die Straße komplett erneuert worden ist. Die Straße im Kütertal ist landschaftlich sehr schön zu fahren. Es war wenig los, ja gut, es gibt ein paar Kühe, die mal den Weg kreuzen. Aber ansonsten war wirklich wenig los. Es war Dienstag, vielleicht lag es daran. Aber es war schön, es hat Spaß gemacht. Man konnte gut fahren und wir hatten mal wieder Kaffeedurst. Also bis gleich. Am See haben wir nicht angehalten, sind gleich weitergefahren zum Ort Kütei, wo wir auf der Suche nach was Trinkbarem waren. Und dann sollte uns gleich auf der linken Seite ein gelber Hund begegnen, wo dahinter verschiedene Lokalitäten waren, wo wir dann gesagt haben, und hier holen wir uns ein Käffchen. Aufgrund des gemeldeten kleinen Sturmes und Regenfront haben wir dann beschlossen, fahren wir zeitnah wieder zurück ins Hotel. Hier haben wir jetzt weniger Aufnahmen gemacht, kurze Impressionen noch und das war's. Ja, hier wieder nochmal die gesammelten Bilder des Tages. War heute nicht eine sehr große Ausbeute, war auch kurzer Strecke nur. Von daher haben wir nicht ganz so viel. Deswegen ist es heute ein bisschen kürzer.
Und wir würden uns trotzdem über ein Like und ein Abo freuen. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Die Luftstreitkräfte des Bundesheers von Österreich sind dann hier auf Mundraub gegangen, um noch kurz vor dem Regen sich satt zu essen. Denn der kam gerade mit Masse.